Herzlich willkommen hier bei Schließlich Frau wieder mit mir Dominik und heute ist die Kamera Frau die Saskia. Wir sind auf dem Afrika-Karibik-Festival auf dem 17. Und ja, wir sind jetzt gerade hier am Film und wir machen gleich mal noch so eine kleine Szene. Das Lustige ist ja, es ist das 17. Festival, aber heute ist das 16. Das war eine kurze Einlage von dem Profi-Fotografen. Ja, genau, heute ist der 16. Samstag. Und er hat schon 15 Bier getrunken. Stimmt gar nicht. Aber ey, das hebt das Video ein bisschen auf. Also wir sehen uns im nächsten Tag auf dem Festival. So, da sind wir wieder. Das ist jetzt der nächste Take und ihr merkt, das ist nicht auf dem Afrika-Karibik-Festival. Kurze Info noch dazu, ich dachte mir, was bringt es eigentlich wirklich vom AKF zu berichten? Ich finde das Afrika-Karibik-Festival ein klasse Event, wirklich ein tolles Festival, gar keine Frage, aber es geht sich da eigentlich null um Shisha. Das Einzige, dass es da einen Shisha-Stand gibt, aber davon habe ich letztes Jahr schon berichtet. Und Oasis hat sich da in der Hinsicht nichts verändert. Und deswegen denke ich mir, hat es keinen Sinn, da nochmal zu berichten. Deswegen dachte ich mir, okay, das Video hat auf dem AKF gestartet. Ich zeige euch gerne nochmal ein paar Impressionen, weil es war schon sehr lustig. Beispielsweise kann ich jetzt gerne mal gleich einblenden. Prestige war am Start, war sehr lustig, mit dem einfach mal auf dem Konzert zu sein. Echt cool. Und einen kleinen Ausschnitt zeige ich euch jetzt. Das war ein kleiner Ausschnitt. Gut, jetzt zum Wesentlichen wieder. Mit was rauchen wir hier? Mit der Amy Deluxe Heavy Shade in grün. Dann mit einem Butcher Heckkopf und drei Alucan Latinkohlen. Jo, du darfst gerne mal rauchen. Dann fange ich schon mal an zu erzählen, was für einen Tabak wir heute vorstellen. Das ist der 2.0er von Fruchtrauch. Da war der Johannes Ley von Shisha News so freundlich und hat mir da ein paar Shots geschickt. Unter anderem Summertime, Ice Raspberry und Cigar Vanille. Und was ich euch jetzt vorstelle, oder was wir uns euch jetzt vorstellen, ist eben Solaris. Solaris ist jetzt erstmal so, wonach schmeckt das? Keine Ahnung. Wenn man jetzt vom Geruch ausgeht, ich würde sagen, ich mache jetzt erstmal einen Geruch und dann kann er gerade was zum Geschmack erzählen. Also vom Geruch ist es sehr cremig, sehr mild, auf jeden Fall, und leicht zitronig, also ganz leicht, ja, auf jeden Fall. Vom Tabak her ist er sehr feucht, das ist alles super, und vom Schnitt her ist er auch top. Ja. Also bei dem Geschmack, er schmeckt echt ziemlich mild, den Pockgeschmack kann man jetzt nicht rausschmecken, er schmeckt leicht cremig und auch leicht Zitronengeschmack, also wie bei einer Cola, Zitronenscheiben drin, das schmeckt ganz minimal nach Zitrone, ja. Aber schmeckt schon ziemlich gut. Und hörst du mal? Ja. Gerne. Vom Rauch her, ja, wir sind noch gerade am Anrauchen. Und was ich aber jetzt schon gemerkt habe, ist, vielleicht war es jetzt einfach doch zu viel, also Hitze verträgt er, also was heißt minimal, also mittelmäßig. Also ist jetzt nicht so, dass ihr da Kohlen drauf feuern könnt und er verbrennt euch nicht, obwohl er so feucht ist, verträgt er so mittelmäßig Hitze. Also da solltet ihr nicht zu viel machen. Ja, aber vom Rauch her ist es auf jeden Fall, geht klar. Wie ihr gesagt habt, zitronenmäßig schmeckt man es echt so leicht heraus und man kann gut rauchen. Warum er jetzt so megamäßig gehypt wird, kann ich nicht ganz so nachvollziehen. Vielleicht jetzt nur bei Solaris, bei der Geschmackssorte, dass es jetzt nicht so krass ist. Was ich auch noch probieren werde, ist Zigar Vanille. Mal schauen, ob ich da zum Video machen werde. Vielleicht schmeckt das richtig krass.
Das sind halt jetzt die neuen Geschmackssorten unter anderem. Deswegen, ja, aber vom Geschmack her ist es echt top. Man kann nicht sagen, dass es schlecht schmeckt. Es schmeckt wirklich schön, also echt gut. Aber es ist jetzt nicht so stark vom Geschmack her. Für die einen gut, für die anderen schlecht. Ich mag eher etwas, was wirklich vom Geschmack her fast schon böllert, also was richtig gut ist und stark ist. Ja, und also auf jeden Fall würde ich sagen, so notmäßig 1 bis 6 würde ich sagen, ist auf jeden Fall eine 2. Ja, dann würde ich sagen, das war's schon wieder von dieser Folge. Viel Spaß bei der nächsten Folge oder bei den Folgen, die ihr zuvor angeschaut habt, oder keine Ahnung, riesig nicht. Guten Rauch bei der nächsten Shisha. Tschüss. Ciao. Die anderen hatten diesen Traum, ich hab nur meinem Bauch vertraut und dann wurde aus Langeweile Rauschzustand. Ich hab gerappt wie Jehovah auf Grand Agent Soldiers, auch wenn ich übertreib, doch wer rappte denn Dopa da? Die Quali hat gereicht als Beweis, alle laberten von Style, doch keiner hat's gezeigt und hätte die mich echt auf eins gewählt, dann wär ich wirklich ausgestiegen und die wärt jetzt ganz alleine hier. Ich wollte nur noch rappen, null Bock mehr zu battlen, doch der Hunger kommt nun mal beim Essen. Sorry Jungs, wir haben dann alles gegeben und dadurch in einem Jahr so viel erlebt wie andere ihr ganzes Leben. Kein Jahr wie im Zeitraffer, was für ein Schwachsinn. Keine Seifenblasen, die nicht platzen, auch kein fucking Traum. Nee, das war einfach so wie ein Jahr multipler Orgasmen auf purem Eichhorn. Ich war nicht in der Provence, war nicht in Nancy, ich war nicht in Lyon, auch nicht in Marseille und Bordeaux, ich war auch nicht in Dijon. Ich war nicht in der Provence, war nicht in Nancy, ich war nicht in Lyon, ich war auch noch nie in Paris, doch ich hab gelebt wie Gott in Frankreich.